und wir sind nicht mehr ganz allein im Studio. Stefan Michme ist zu mir gekommen. Tag, Stefan. Guten Tag. Mit im Gepäck hast du ein Best-of-Album, aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir erstmal über dieses verrückte letzte anderthalb Jahr reden, weil da ist ja so viel passiert. Wir haben das letzte Mal beide uns hier im Studio unterhalten über das Projekt, das Magdeburg-Plattenprojekt. Mhm. Und seitdem, also ich habe es nicht aus den Augen verloren, aber ich glaube, da ist viel passiert mit dem Projekt. Ist es ja zum Beispiel jetzt endlich da? Na, ich habe das Projekt dann irgendwann, ja, wir haben es ja angefangen mitten in der Produktion zu dokumentieren mit lauter kleinen Filmen und haben gedacht, das machen wir halt für fürs Internet, YouTube und so weiter. Und dann sind dabei so viele schöne Aufnahmen zustande gekommen, dass wir gedacht haben, na, da könnte man ja vielleicht so einen kleinen Dokumentarfilm draus machen. Dann kam uns während der Produktion auch noch die Idee, dass wir, wenn wir das Projekt aufführen, zu jedem Song auch Bilder, die dazu passen, wie so ein kleiner Spielfilm hinten abgespielt werden. Und dann kam immer mehr Material zustande. Dann gab es das große Release-Konzert im Schauspielhaus und bums, haben wir da eine DVD draus gemacht, die irgendwie fast 500 Minuten Material enthält, auch von der Arbeit und so. Und die ist halt ganz großartig, alles selber gemacht, ohne auch nur den geringsten Druck von irgendeinem Verlag oder einem Label oder so. Unter größtem Aufwand und mit viel, viel Manpower. Und die ist ganz, ganz liebevoll geworden. Und ich habe die neulich verglichen mit einer richtigen Profi-DVD. Ich sage den Künstler nicht. Und wir waren geiler. Aber dieser Moment im Schauspielhaus, wir schauen uns nämlich auch gleich Ausschnitte davon an, ja. Wo dann mehr oder weniger das erste Mal das ganze Baby vorgeführt worden ist, was ja auf der DVD zu sehen ist. Das ist doch gigantisch. Man sieht Leute, die sitzen da im Publikum und singen die Texte mit, die man vorher nur im stillen Kämmerlein entwickelt hat, die auch teilweise echt hoch emotional sind. Ja. Da gibt es ja einige Geschichten auf dieser Magdeburg-Platte, die man fast gar nicht glauben kann, die aber real sind. Und dann singen es auf einmal Leute mit geschlossenen Augen mit. Da kriegt man noch Pipi in den Augen auf der Bühne. Na, ich mag den Begriff nicht, aber ich habe geweint, ja. Okay. Ich habe geweint wie ein richtiger Mann an der einen oder anderen Stelle und habe es mich auch getraut zu sagen. Und das war schon toll. Auch schon allein, dass das Ding dann auch wirklich ausverkauft war und dass da halt auch nicht so übliche Verdächtige saßen, sondern halt so gemischt quer durch die Stadt Menschen, die man noch nie vorher gesehen hat und die einfach sehr interessiert und ganz doll mit dem Herzen dabei waren. Das war ein schöner Moment und das war ein schöner, langer Moment, der ungefähr 2,5, 3 Stunden gedauert hat mit einem drum und dran und der dann gefühlt vorbei war nach einer Sekunde. Das war ganz traurig, so wie immer. Jetzt ist ja eigentlich das Projekt vorbei. Also ja, ist auch gut so. Warum? Na, weil wenn man jetzt von der ersten Idee und den ersten Gesprächen bis hin zur Fertigstellung der DVD rechnet, sind es fast 3 Jahre gewesen, die mich das beschäftigt hat. Und ich habe so von Leuten, die ich halt auch aus Berlin kenne oder aus anderen Städten in Deutschland, die halt im sogenannten Big Business unterwegs sind, auf dem ganzen Weg immer wieder gesagt bekommen, Michma, muss das sein, immer Magdeburg, Magdeburg, Magdeburg und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ja, das muss sein, weil das war eine Idee. Und wenn ich die habe, dann ziehe ich die auch komplett durch und dann ziehe ich die auch mit der Stadt durch und mit den Leuten da drin. Und jetzt ist es abgeschlossen für mich, auch mit der DVD. Und ein weiterer Abschluss ist dann auch die CD, von der wir gleich sprechen. Und dann geht es halt einfach weiter, völlig frei mit neuen Ideen und mit ganz anderen Ansätzen. Es wird eine Best-of-DVD geben, CD geben, eine Best-of-mich-mit-CD, aber bevor wir darüber sprechen und vor allen Dingen, was danach passiert, das macht mir so ein bisschen Angst, weil Best-of-Platten kommen eigentlich immer dann raus, wenn man sich für immer verabschiedet. Ja, ja, oder als alter Sack, wolltest du ja gleich sagen. Ja, hast schon. Ja, oder es gibt eine Best-of-Platte und dann kommt man auf einmal wieder und dann fragen sich alle, es war doch schon, warum kommt der wieder? Das ist ja sehr schwer, dann wiederzukommen. Das machen wir gleich, wir sprechen gleich über die Best-of-Platte, aber vorher gucken wir rein in diesen Abend im Schauspielhaus in Magdeburg, der so wunderschön war. Alles haben zu haben auf der Magdeburg-DVD von Stefan Michme und jetzt bei Pop 10. Pop 10 Session. Ein Schwimmmädchen auf dem Roller hinter dir. Eine, die einfach schweigt mit weint. Weil ein irre guter Song Tränen in die Augen treibt. Für den Moment jedenfalls. Ein schöner Hafen mit einem Platz auch für dich. Einer, der einfach ganz weit ist. Doch nicht so groß, dass hier alles unerreichbar scheint. Im Moment jedenfalls. Was willst du alles haben? Und wenn du es gefunden hast, fällt dir immer wieder ein, dass du noch was anderes machst. Und immer wenn du da bist, rennst du gleich wieder los. Und
immer, wenn du losrennst, fühlst du dich riesengroß. Weil du alles finden wirst, was das Leben für dich übrig hat. Obwohl du nichts behalten willst, weil zu viel Last auch langsam macht. Ein schöner Ort am Meer, um auszuruhen. Einsam und doch wild genug, um auch inspiriert, begehrt und auch selbst verliebt zu sein. Für einen Moment jedenfalls. Dann wirst du immer finden. Wenn du angehalten hast, fällt dir sicher ein, dass woanders keiner nach deinem Namen fragt. Und immer wenn du da bist, rennst du gleich wieder los. Und immer wenn du losrennst, fühlst du dich riesengroß. Weil du alles finden wirst, was das Leben für dich übrig hat. Obwohl du nichts behalten willst, im Moment jedenfalls. Und immer wenn du da bist, rennst du gleich wieder los. Und immer wenn du losrennst, fühlst du dich riesengroß. Weil du alles findest, was das Leben für dich übrig hat. Obwohl du nichts behalten willst, weil zu viel lachen. Langsam. Tolle Momente im Schauspielhaus in Magdeburg. Stefan, mich mal alles haben, seht ihr bei Pop 10. Das Ganze gibt es auch nochmal auf einer DVD, der Magdeburg-DVD. Und auch auf dem Best-of-Album, was kommen soll. Ist da der Song drauf? Da ist dieser Song drauf. Ja. Also was ist das für ein Best-of-Album? Na, das ist halt wirklich ganz komisch zustande gekommen. Also diese jetzt schon viel zitierte Magdeburg-Platte war auch irgendwann dann ausverkauft. Also die gibt es nicht mehr. Und ich habe dann halt so ein paar kleine Gartenkonzerte gespielt und so. Unter anderem am Drachenschwanz. Wo ist das? Das ist in Löderburg in der Nähe von Magdeburg bei Stassfurt. Sehr schöne Geschichte. Die Jungs kommen an. Stefan, dir ist schon klar, wir spielen heute am Drachenschwanz. Und das war so über Geburtstage und Freunde. Das war eigentlich ein zufälliges Konzert. Und dann waren da aber mehr Leute als erwartet. Und die Stimmung war großartig. Und auf einmal wollten ganz viele Leute die Platte haben. Und dann haben wir uns gedacht, na jetzt einfach die Magdeburg-Platte nachpressen, ist irgendwie komisch. Und dann habe ich ein paar Live-Songs mir angehört, die haben wir dann halt noch zusammengesungen, haben noch einen Song genommen, diesen also von der allerersten Platte. Und dann haben wir die zusammen auf so eine Platte gepackt und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ganz schön. Haben ein günstiges Angebot gefunden, wie man die halt auch in einer relativ guten Auflage irgendwie herstellen kann und haben die einfach fertig gemacht. Zack, bumm. Das ist ja das Schöne, wenn man alles allein macht und relativ unabhängig arbeitet. Und da mit meinem Harddisk-Team ist es halt toll. Schöne Fotos gemacht. Und so ist es jetzt fertig. Hast du das Gefühl, dass du dich jetzt selbst quasi in ein Fotoalbum gehängt hast und dann da verstaubt? Weil Best-of-Platten kommen eigentlich am Ende, also nicht eigentlich, aber oft am Ende der Karriere raus oder am Ende eines Weges. Ja, oder um Geld zu machen. Oder um Geld zu machen. Es wird definitiv jetzt auch Best-of-Fernsehbeiträge von Dirk Bach geben, um Geld zu verdienen in dieser Zeit. Das wird definitiv. Und ich frage mich halt immer, ist das schlimm? Weil einerseits es ist gutes Material von dem Mann, auch vielleicht abseits von Dschungel. Oh, jetzt habe ich das Wort gesagt beinahe. Also er hat ja viel Theatersachen gemacht. Aber andererseits ist es ja auch gut, dass Leute das sehen können und seine Hinterbliebenen kamen ja auch was davon. Also es ist ja nicht nur schlecht, wenn sowas rauskommt. Bist du aber Gott sei Dank noch unter den Nebeln? Ich bin da! Also warum jetzt ein Best-of-Album dann? Es war halt diese Mischung aus, wir brauchen diese Magdeburg-Songs nochmal, weil die Nachfrage wirklich sehr groß geworden ist und sich das so langsam entwickelt und das fühlt sich für mich gut an. Und halt noch ein paar mehr Songs drauf, um einen Mehrwert zu haben. Und für mich ist es dann damit abgeschlossen, das gesamte Projekt, und ich kann dann mit einem freien Kopf weitermachen im nächsten Jahr und vorangehen. Ist Stefan Michmel Solo dann auch abgeschlossen? Nö, auf keinen Fall. Nein, das ist das, was ich jetzt mache, und es fühlt sich so gut an. Ich habe so ein gutes Team um mich drumherum und die Band ist toll, in welcher Besetzung auch immer. Wir können ja groß, klein, und die Musiker wechseln ja auch. Ich habe viele Kontakte zu anderen Musikern momentan, die unterwegs sind. Befinde mich irgendwo zwischen den 20- bis 25-Jährigen, die das ganz sympathisch finden, was wir da machen, und irgendwie 35- bis 60-Jährigen, die das auch sehr, sehr nett finden. Und das fühlt sich gerade extrem gut an, weil wenn ich dran denke, dass
Konzert am Elbufer, was ich im Sommer gegeben habe. Das war so ein bunt gemischter Haufen von vielen Menschen, die einfach alle glücklich da rumgestanden haben. Es hat einfach Spaß gemacht und da fühle ich mich gerade sehr wohl mit. Und ich wäre echt blöd, wenn ich jetzt damit aufhören würde. Und ein paar Ideen habe ich noch. Okay, also die Angst, dass es jetzt irgendwie erstmal vorbei ist, die ist Quatsch, die ist unbegründet. Und die ehrt mich, deine Angst, Maurice. Naja, ja. Okay, also fassen wir zusammen. Man könnte natürlich auch böse sein, kurz vor Weihnachten eine Best-of-Platte rauszubringen, ist strategisch auch nicht verkehrt. Gibt's auch als Paket zusammen mit der DVD zu einem Sonderpreis. Na, das macht man doch zu Weihnachten. Natürlich. Und das Lustige ist, dass halt Leute wirklich auch geschrieben haben, oh schön, Nikolaus und Weihnachtsgeschenk und so. Ich kann übrigens sagen, merken, 22. Dezember gibt's auch ein schönes Weihnachtsabschlusskonzert in der Festung Mark. Mhm. Wenn ich Glück habe, kommen da auch ein paar Leute, die ein bisschen bekannt sind irgendwie als Gäste dazu, aber da arbeite ich gerade dran, dass das funktioniert. Okay, all die Infos, die Termine auch nochmal auf pop10.de, da unbedingt. Könnt ihr auch nochmal den Link und das Video sehen von alles haben und natürlich, was Lana Del Rey kann, da kann Stefan Mehme schon lange, denn die bringt ja auch ein Album nochmal raus, wo lediglich zwei neue Tracks drauf sind. Ey, da bin ich aber besser als Lana, aber die sieht besser aus, da musste ich mich auch ein bisschen lang machen.